Sid. Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal? Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Und Jill? War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. War das alles? Ja. Dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Man sieht sich. Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Wir spielen das nächste Kapitel. Heim und Weh in Final Fantasy 16 auf der PS5, das Gameplay auf Deutsch. Und ich freue mich riesig mit euch, hier gemeinsam wieder reinzustarten. Jetzt schauen wir doch einfach mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Und da haben wir leider noch nichts erkundet, deswegen laufen wir dahin. Aber mich würde es sehr, sehr freuen, denn auch ihr könnt das Schicksal positiv beeinflussen, wenn ihr mir ein Like, Kommentar, eine Bewertung da lasst, kostenloses Abo. Ich würde mich riesig freuen. Und ich lege in der Zwischenzeit natürlich wie immer los, also... Let's go! 3, 2, Risiko! Ab geht die wilde Fahrt! Viel Spaß! Gut, gleich mit ein bisschen Action anzufangen.
können auch die Schildkröte gleich nochmal platt machen. Aber die braucht man immer so ewig. Weil die so gut gepanzert ist. Das nehme ich lieber die Skorpione da vorne. Die sind entspannter. Oh, okay. Du wolltest das so. Na dann, let's go. Geht doch. Und das ist immer das Fiese, weil man kommt keine 5 Meter weiter, ohne dass man nicht gleich wieder den nächsten Gegner platt machen will. Ich habe halt so Bock in dem Spiel die ganze Zeit nur zu kämpfen, weil sie das so gut gemacht haben. Okay, wunderbar. Weiter geht's. Keine Fehler. Sag's dir wieder an. Wer damit? Ja. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Fass, Torgal! Vorbei. Fass, Torgal! Ich muss das schnell beenden. Ja, schon besser. Los! Du bist da, Großer! Nochmal gut gemacht. Ich liebe es, wenn er sagt, bleib liegen. Ich liebe es einfach. Schau, die hinten habe ich schon fast getötet. Die war vorhin ein bisschen zu nah dran an meiner Attacke. Okay. Weiter geht's. Da!
Nebenmissionen lassen wir wie immer sein, weil wir einfach erstmal die Story spielen wollen. Wir heben uns die Nebenmissionen für später auf. Und dieser Szeneriewechsel ist wie immer absolut göttlich. Vom ultimativen Action-Kombinationsangriffsschlacht zu Panflöte. Das ist Eastpool. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Still. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Ich bin es, Hannah! Rodney Murdochs Frau! Lady Hannah! Oh, ihr seid es wirklich! Ihr habt euch nicht verändert! Der junge Lord und Jill auch! Es ist so gut, euch zu sehen. Zum Glück seid ihr wohlauf, Lady Hannah. Wenn ihr Zeit habt, ich lade euch gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter... Es war nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Warum wohnt ihr noch hier, in Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Oh. Bitte, nichts zu entschuldigen.
Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ach, ihr wisst es nicht. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Willst du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Lady Hannah wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Wir sollten uns bei ihr bedanken. Dreizehn Jahre Blut vergießen. 13 Jahre ohne einen Funken Hoffnung. Nur wegen Joshua gab ich nicht auf. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Das war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem Tag in Dalmekia, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Mutsche. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Ich habe zu Metia gebetet und wurde erhört. Du bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Ja. Gute Nacht, Clive. Schlaf gut. Und damit sage ich erst einmal vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und ciao, zum nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Final Fantasy mit mir, dem Dennis. Und zwar die Nummer 16. Bis dann. Ciao.